Hallo, mein Name ist Katrin Schindler. Willkommen in diesem Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich dieses Babybild retuschiere. Dabei nutze ich die Photoshop Actions Baby Soft Skin. Im ersten Schritt werden wir nun die Hautunreinheiten des Babys entfernen. Nutze dafür das Ausbesserungswerkzeug. Alternativ kannst du auch den Kopierstempel nutzen. Du markierst quasi die schlechten Stellen der Haut und ziehst die mit dem Ausbesserungswerkzeug auf reine Hautpartien. Vergrößere dir den Bildausschnitt, indem du mit Steuerung Plus oder Command Plus in das Bild hineinzoomst, damit du besser arbeiten kannst. Nun werden wir anfangen, die Actions zu nutzen. Ich empfehle dir, oben rechts im Menü in den Schaltflächenmodus zu wechseln, damit du noch einfacher nur mit einem Klick die Actions ausführen kannst. Babysoft Skin Actions nutzen eine Variation von Glättung bei gleichzeitiger Strukturerhaltung und geben dir außerdem Tools an die Hand, um Details zu schärfen und Farbtöne zu regulieren. Wähle nun die Hintergrundebene aus und starte mit der Glättung, also das ist die Action Hautglättung Plus. Nachdem die Action ausgeführt worden ist, ist es wichtig, dass du wieder auf die Hintergrundebene klickst und dann nochmal die Action Hautglättung ausführst. Das ist die Strukturerhaltung. Strukturerhaltende Actions müssen immer über die glatte Ebene geschoben werden. Als nächstes wählst du dir einen weichen, weißen Pinsel aus. Du nimmst die Deckkraft ein bisschen runter, also ich habe hier ein paar 20%. Und nun malst du mit diesem weichen Pinsel alle Bereiche deines Babys aus. Diese Bereiche werden dann geglättet. Je nachdem, wie viel Deckkraft du auf deinen Pinsel gibst, umso stärker wird der Effekt sein. Der Effekt wird zusätzlich verstärkt, wenn du die Ebene nochmal kopierst, falls dies nötig sein sollte. Wie du siehst, die Haut des Babys ist jetzt schon glatter geworden. Wir kopieren jetzt den Effekt auf die strukturerhaltene Ebene, indem du die Alt-Taste drückst und die Ebenenmaske der Glattebene nimmst und auf die andere Ebene ziehst. Dadurch wird die Ebenenmaske 1:1 kopiert. Du kannst jede Ebenenmaske trotzdem manuell hinterher nachbearbeiten. Das mache ich gerade hier, indem ich die Augenlider noch etwas geglättet habe. Und jetzt geht's schon weiter. Mit Steuerung Shift-E reduzierst du alles auf eine Ebene. Als nächstes wollen wir den Farbton des Bildes etwas verändern und nutzen die Action Rot verringern, weil doch einige Hautstellen etwas röter sind als gedacht. Hier gehst du wieder so vor, indem du mit einem schwachen, weichen Pinsel die Bereiche markierst mit Weiß, die vom Rotton einfach etwas reduziert werden sollen. Als nächstes wollen wir den Lippen und den Wangen einen rosigen Touch verleihen. Dazu gibt es auch eine passende Action. Führe die bitte aus und dann wähle dir einen ganz schwachen, weichen, weißen Pinsel. Die Action gibt dir auch Hinweise dazu. Und male ganz sanft über die Wangen und die Lippen drüber und du wirst sehen, was für ein schöner Farbton entsteht. Du kannst die Ebenendeckkraft noch nachjustieren, wenn dir der Effekt zu stark ist. Nun wollen wir an dem Kontrast des Bildes noch ein bisschen arbeiten. Dazu eignen sich die zwei Actions Dodge and Burn, einmal automatisch, einmal manuell. Ich starte jetzt mal mit der automatischen Action. Hier könnt ihr sehen, dass die hellen Bereiche quasi aufgehellt worden sind mittels einer Bildberechnung und die dunklen Bereiche wurden abgedunkelt. Das verändert den Kontrast des Bildes, ist wie gesagt automatisch. Du kannst, indem du mit einem Pinsel über die einzelnen Ebenenmasken entweder mit Schwarz oder Weiß drüber malst, diesen Effekt noch anpassen. Oder du machst einfach eine manuelle Korrektur von vornherein. Hier ist es wieder wie bei den anderen Actions. Du nimmst dir jetzt einfach einen weißen, weichen Pinsel und hebst eben die Bereiche hervor, die du hervorheben möchtest. Die hellen Bereiche, zum Beispiel auf der Nase,
kannst du plastischer machen oder auf den Wangen oder auf den Augenlidern. Oder du dunkelst die Schatten noch weiter ab, um einfach mehr Plastizität in das Bild zu bekommen. Als nächstes werden wir Details des Bildes schärfen, wie die Lippen und die Augenlider oder die Nasenlöcher des Babys. Zoom am besten dafür in das Bild rein mit Steuerung Plus und führe die Action Details schärfen aus. Hier ist es wichtig, dass du sehr sparsam vorgehst, also nimm wirklich eine Deckkraft, die ungefähr im Bereich von 10% liegt und hebe damit ganz sanft die zu hervorhebenden Teile des Bildes hervor. Das ergibt ein sehr schönes Finish. Nutze nun noch einen Pinsel mit noch schwächerer Deckkraft, um die Kanten nachzuschärfen. Als letzten Punkt gibt es noch die sogenannten Quick Looks. Hier kannst du ganz einfach noch ein bisschen Pep in dein Bild bekommen. Ganz simple Sachen wie die Helligkeit des Bildes erhöhen. Alle Ebenenmasken sind erstmal grundsätzlich auf schwarz, das heißt, der Effekt wird nicht angewendet. Mit Steuerung I und Klick auf die jeweilige Ebene wendest du den Effekt voll an. Du kannst die Deckkraft ändern oder auch wieder mit dem Pinsel einzelne Bereiche deines Bildes an- und ausknipsen. Ich denke, bei diesem Bild funktioniert besonders gut die Helligkeit und ein leichter Matteffekt. Du hast aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Kontrast noch etwas zu erhöhen. Probier dich einfach aus und schau, was für dein Bild funktioniert.